Weil der Regen ist natürlich potenziell auch ziemlich gemein hier im Dungeon mit den ganzen Wasser-Pokémon, die dann stärkere Attacken Hi. Haben und potenziell noch ein Wassertempo oder sonst was. Okay, ist gekauft. Und Maisbutter, danke, dass du Alter ihr, bin mir nicht ganz sicher, ui, einen Sub geschenkt hast. Sehr lieb von dir. Wie einfach randomly Beldra rumliegt. Okay. Die Sache ist, Libeldra ist cool, aber ich habe, oder lass mich anders anfangen. Ich habe mal geguckt, ich komme auf das Libeldra noch zurück, es dauert nur einen Moment. Das ist nett, um Wetter auszuschalten, tatsächlich. Ich habe mal geguckt, weil mich das interessiert hat. Nehmen wir mal an, ich habe ein Raupi rekrutiert. Dann wird ja bei der Dungeon-Auswahl angezeigt, mit einem, ich glaube, so einem gelben Retterorden, dass man das Pokémon in diesem Dungeon bereits rekrutiert hat. Was natürlich ziemlich cool ist, so für den Vervollständigungsdrang. Und in der Teaminfo ist es natürlich auch mit aufgelistet, logisch. Schatz, mehr habe ich auch nicht, aber ist okay. Und mich hatte dann mal interessiert, wenn ich dieses Raupi, weil das wird ja auch gut trainiert durch meine ganzen Abenteuer, weil die ja in den Camps... Nein, tschüss. Mopsi hatte eine Erkenntnis, rette sich, wer kann. Es hat erkannt, dass es unglaublich cute ist. Und mich hatte mal interessiert, wenn man Raupi dann weiterentwickelt, ob Raupi dann immer noch als rekrutiert gilt oder nicht. So. Die Sache ist, ich habe mich halt echt gefragt, wenn man wirklich alle Pokémon rekrutiert haben möchte, muss man dann quasi einen Living Dex machen? Oder reicht es, die Pokémon irgendwann mal gehabt zu haben? Das wollte ich herausfinden. Und da die Pokémon ja in den Camps gut mitleveln und dementsprechend, ich teilweise Pokémon habe, die sich auf Level 10 entwickeln und schon Level 40 haben in meinen Camps, weil sie so gut mitleveln durch meine Abenteuer, wollte ich das mal ausprobieren. Erkenntnis, sobald ich Raupi zu Safcon entwickle, ist Raupi nicht mehr rekrutiert. Das heißt, wenn man wirklich 100% in dem Spiel haben möchte, aka alle Pokémon rekrutiert haben möchte, muss man Living Dex machen. Das heißt, ihr müsstet euch prinzipiell 3 Raupis rekrutieren, eins zu Safcon entwickeln, ein zweites zu Safcon und dann nochmal zu Smetbo, um auch wirklich alles zu haben. Also es wird dann quasi, das habe ich wie gesagt extra ausprobiert, sobald ich Raupi entwickle, ist Raupi tatsächlich in der Liste der Dungeons als nicht mehr rekrutiert angezeigt. Ich gehe aber ganz stark davon aus, du passt noch, dass man viele weiterentwickelte Pokémon auch irgendwo anders dann noch bekommen kann. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Raupi in irgendeinem Dungeon rekrutiere, dass ich dann nicht gezwungen bin, 3 Raupis zu rekrutieren, sondern dann in irgendeinem anderen Dungeon, hallo schreiendes Kind, durchaus auch noch Safcon und Smetbo bekommen kann. Es kann natürlich leichter sein, die ganzen Basis-Pokémon zu rekrutieren, und dementsprechend ist es vielleicht empfehlenswert, wenn man effizient vorgehen möchte, sich 3 Raupis zu holen, ja. Remoraid, du kannst mit, aber ich glaube, ich habe keinen Platz mehr, oder? Erhöht bei allen Teammitgliedern die Anzahl der Attacken-EP. Das ist nett, aber genau, wir sind voll. Aber die Fähigkeit ist ganz geil. Du hattest Übereifer, ja, da kannst du gerne hier bleiben. Und tschüss. Wie gesagt, ist vielleicht leichter, sich wirklich dann 3 Raupis zu gönnen im Dungeon, aber ich bin mir sicher, dass du vermutlich auch die weiterentwickelten Formen in irgendwelchen anderen Dungeons bekommen kannst, dass du nicht darauf angewiesen bist, alle zu entwickeln. So, das war meine Grundstory. Das habe ich ausprobiert. Ihr erinnert euch dran, dass wir recht am Anfang vom Spiel einen Knackleon rekrutieren konnten, weil wir zufälligerweise den passenden Ort für das Pokémon hatten. Also ich habe ja anfangs sehr viele Pokémon rekrutiert, die ich gar nicht behalten konnte, weil ich eben noch nicht viele Partnerareale hatte. Und wir haben ja einen Knackleon rekrutiert, was wir auch ein paar Mal mitgenommen hatten. Und ich habe bei irgendeinem Auftrag noch ein zweites Knackleon rekrutiert. Und habe dann, als ich wie gesagt auch dann durchgeguckt habe und das ausprobiert habe, was ich gerade geschildert habe, na, das dritte kann auch noch gerne in den Raum kommen. Zack. Oh, ich habe mich mit Mopsi angefreundet. Ich habe zwar schon eins, aber Mopsi nehme ich immer mit. Es ist so ein Fall von Mopsi geht immer.
Wer muss denn jetzt hier bleiben? Die Sache ist, für euch alle habe ich nicht wirklich irgendwelche Camps. Boah, also Rettern hätte ich zwar noch nicht, aber Retterns Horter kotzt mich an. Also musst du hier bleiben. Mopsy ist leider geiler. So. Aber, ich glaube, für die Truhe habe ich leider keinen Platz. Wie gesagt, ich habe dann auch gesehen, dass wir zwei Knackleon haben und habe dann einen Knackleon bereits zu Vibrava entwickelt. Das heißt, wir haben aktuell einen Knacki und einen Vibrava bei uns in der Treibsandwüste rumhocken. Und das Knackleon hat, glaube ich, irgendwie Level 30 oder so, wäre also auch kurz davor, sich auch entwickeln zu können. Und das Vibrava hat, glaube ich, Level 40 oder so. Bedeutet, wir sind tatsächlich auch alleine ziemlich kurz vor einem Libeldra mit unserem Vibrava. Dementsprechend war ich jetzt nicht darauf angewiesen, meinen Apfel zu opfern, um dieses Libeldra mitzunehmen, was in diesem Dungeon vermutlich sowieso nicht lange überlebt hätte. Hätte ich diese Story auch sehr schnell abarbeiten können? Vielleicht. Habe ich gerade legitim, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten gebraucht? Ja. Aber vielleicht ist diese Erkenntnis, die ich hatte, okay, mit dem Living Dex für manche ja tatsächlich ganz praktisch. Leute? Ah. Tschiup. Da ist die Treppe. Und tschüss. Ja. Möchte ich. Und Maisbutter, danke, dass du Dragonborrow auch noch einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. Wenn du durch bist mit PMD, darf ich dann die anderen Pokémon suchen bei dir? Prinzipiell habe ich da nichts gegen. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob ich das selber auch machen möchte, weil aktuell macht das Spiel halt wirklich so viel Bock, dass ich zum einen Lust hätte, möglichst viele Dungeons zu machen. 99 Ebenen Dungeons, mal gucken. Den Retterrang. Was ist da los? Ach da. Den Retterrang zu maximieren. Und gegebenenfalls alle Pokémon zu rekrutieren, weil es sind ja nicht so unendlich viele. Es ist halt dritte Gen plus Anhängsel, sag ich mal. Ich weiß aber nicht, wie viel Bock ich tatsächlich habe. Also ich denke, einiges werde ich bestimmt rekrutieren. Aber ob ich tatsächlich unterm Strich Bock habe, wirklich alles zu rekrutieren, weiß ich noch nicht. Deswegen, die Chance ist da, dass noch was übrig bleibt. Und wenn du dann Lust hast, kannst du das liebend gerne machen. Ansonsten kannst du das Spiel auch einfach gerne selber spielen, natürlich. Ich traue dir das zu. Noch ein Mopsy! Aber ich hab schon. Es tut mir leid, Mopsy. Ich lasse dich gehen, weil ich nicht möchte, dass du zu einem Schutzschild degradiert wirst. Glaub mir, es ist besser so. Und Maisbutter, danke, dass du gleich noch einen Sub hinterher verschenkt hast. Meine Güte, du hast aber heute wieder echt einen Lauf. Dankeschön. Seit wann levelt Pika schneller als ich? Es kann sein, da ich ja ein bisschen trainiert habe. Hallo? Kommt ihr da oben klar? Okay. Dass ich Pika einfach ein paar mehr Erfahrungspunkte gegeben habe. So, ich weiß, der Magen geht gleich auf Null. Aber dann ist immer noch der gute Zeitpunkt, um einen perfekten Apfel zu essen. Luffy! Nice, erstmal den Magen auf 150 gebracht. Ich meine, es fühlt sich immer so ein bisschen blöd an, sowas wie perfekte Äpfel mitzunehmen, weil die halt schon so die Premium-Äpfel sind. Aber, ja, ich denke einfach, bei solchen großen Dungeons ist es besser, wirklich die richtig guten Items auszupacken, als dann letztendlich zu scheitern und sich zu ärgern. Nein, Seemops, ich liebe dich auch, aber ich kann nicht. Es ist besser so. Für dein Herz und für meines. Aus Geld nehme ich gerne mit. So, ich hatte aber gesehen, dass es attackentechnisch hier und dort eng wurde. Gut, du hast keine Hydropumpen mehr, aber der Rest geht noch und du hast keine Spukbälle mehr. Da muss ich mir nur merken, dass die jetzt nicht mehr auf Distanz mit angreifen können. Die Mopsys wollen mich. Ja. Ich meine, ich stelle mir das sehr knuffig vor, so eine Karawane aus Mopsys zu haben, die hinter mir herrollen.
Aber ich sag mal, Vilie ist zum Beispiel extrem gut. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt abgeben. Und ich denke, es kann auch nicht schaden, da ein bisschen Abwechslung drin zu haben. So. Und wer weiß, wer am Ende beim Boss alles draufgehen muss. Hallo, Remoraid. Bitte gehen Sie. Oh, was haben wir denn da Schönes? Und Top Aether. Ja dann, Gracie, gönn dir. Wenn der hier schon so rumliegt. So. Dann gucken wir doch mal. Also hier gibt es potenziell echt viele coole Pokémon. Ich denke, ich muss dann halt nur gucken, wenn ich dann gegebenenfalls nochmal Aufträge mache. Das ist ja immer ganz praktisch, wenn man wirklich Aufträge in einem Dungeon später da nochmal macht, zum Rekrutieren zum Beispiel nebenbei auch, weil du nicht den ganzen Dungeon machen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Mission hast, Sturmbär U19, dann kannst du dann aber auch wirklich gehen und du kannst dann alle Pokémon, die du bis zu dem Zeitpunkt rekrutiert hast, halt mitnehmen, ohne dass du den ganzen Dungeon nochmal machen musst. Dementsprechend ist ein bisschen schade natürlich, dass wir hier vieles nicht mitnehmen können. Ich habe ein paar Wassercamps, aber ich konnte jetzt ja nicht ahnen, dass die alle genau in dem Wassercamp leben, was ich noch nicht habe. Aber gut, ich denke, das kann man auf jeden Fall, wie gesagt. Mops, nein! Mopsy, no! Don't do it! Das kann man mit Sicherheit noch nachholen. War das jetzt irgendwie schon, ich glaube, das dritte Mopsy, abgesehen von dem, was ich jetzt habe? Aber guck mal, wie süß es rollt. Mit Frostbeule sind die definitiv gefährlich, ja. Hallo? Nein? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, Fragia-Bären mit in diesen Dungeon zu nehmen? Aber vielleicht gibt es ja auch Brandfallen oder so. Oder es kommt ein, ich habe keine Ahnung, Alabis mit Feuerzahn. Irgendwie glaube ich nicht, dass er das lernen kann, aber er hätte die Zähne dafür. Von daher gesehen, legitim. Ich glaube, da ist kein Raum mehr. Anorit? Nicht mein Anorit. Kriegen wir das da hinten hin? Battle der Fossilien? Oh, da ist noch ein zweites Pokémon. Immerhin kann sich Vili so ein bisschen RIP gegenheilen. Ja komm, du darfst dich einmal heilen. Das ist in Ordnung. Belebersamen wegfressen ist eher grenzwertig. Aber das ist noch okay. Oh, das... Ja. Anorit, ich habe leider keinen Platz für dich. Nee, ich möchte... Wobei, ich hätte es vielleicht tun sollen. Ups. Komm, den Mini-Belebersamen darfst du haben. Vilie mag ich schon ganz gerne. Da habe ich einmal nicht nachgedacht. Also ich hätte es auf jeden Fall wiederbeleben sollen. Wieso macht dieses kleine Mopsy eigentlich solche herben Probleme? Wow. Vilie ist offiziell auf meiner Liste der nicht gemochten Pokémon gelandet. Es hat eine Sinelbeere einen Belebersamen gefressen und ist trotzdem abgekratzt. Und was lernen wir da draus? Nehmt Mopsys mit. Die sind zuverlässiger. Nein, was lernen wir daraus? Wir sollten den Pokémon, die als Anhängsel mit dabei sind, nicht zwingend Items geben. Auch keine Sinelbeeren. Aber das tut mir dann manchmal immer so ein bisschen leid. Und dann erbarme ich mich doch dazu, aber es war ein Fehler. So, aber gut. Was ist hier noch? Wer hat bitte schön diese Kastanienfalle? Was ist da hinten? Ein Anorit. Aber kein Ladungsstoß mehr, das ist schade. Mich darfst du gerne heilen, das ist okay. Wer dachte sich, es wäre eine smarte Idee, eine Kastanienfalle aufs Meer zu packen? Oder eine Giftfalle? Das ist meine nächste Frage. Ja bitte. Und ich gerade noch so, wofür habe ich diese Beeren eigentlich mitgenommen? Dafür. Ja, die Hälfte haben wir geschafft, aber jetzt so die letzte Ebene, die war auch ein bisschen fies. Definitiv. Habe ich noch Platz? Nee, oder? Ich glaube nicht.
Nee. Dann tut's mir leid. Dann musst du leider doch hier bleiben. Es ist so blau. Ich fand das vorher auch ein bisschen schöner. Das ist ein bisschen sehr viel blau. Warum? Weshalb? Warum? Also, ich habe vieles hier erwartet, aber keinen Slimer. Ach, so ist das. Achso, ihr seid da unten noch gar nicht fertig. Sagt mir das doch. Okay. Ich möchte die Pokémon gerne nach Hause schicken und nicht wegschicken. Ja, es ist halt einfach so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich könnte halt Pika und Jan und Gracie nach Hause schicken. Du, alles gut da unten? Ja, okay. Mopsi kommt mit. Aber ich kann leider die ich noch nicht mit durch den Dungeon geschleppt habe, nicht nach Hause schicken. Das ist manchmal ein bisschen gemein, gerade wenn du zum ersten Mal in so einem Dungeon bist und potenziell echt viele Pokémon hast, die du halt rekrutieren könntest und die du auch noch nicht hast und du kannst einfach nicht alle mitnehmen. Das ist dann schon irgendwie fies. Aber gut, wäre vielleicht auch sonst zu einfach. Ja, also gibt auf jeden Fall Sinn, warum das jetzt alles so ein bisschen bläulicher ist. Ich finde auch, du siehst anhand der Wände, dass wir jetzt tiefer im Meer drin sind. Ich glaube, was ganz ehrlich die Atmosphäre gerade so ein bisschen sehr blau in blau in blau gemacht hat, war eigentlich der Regen. Ich glaube, so ist es gar nicht so schlagend. Okay. Wen haben wir da noch? Wieder ein Slimer. Du kannst auf das... Ja, komm. Ich mach's eigentlich ungerne, weil ich jetzt nämlich keine Beeren mehr habe, weil ich mir dachte, in meinem jugendlichen Leichtsinn, den ich nicht mehr habe, aber gut, dass zwei reichen würden. Aber gut. So, wen schicken wir jetzt nach Hause? Dafür ist die Sache. Eigentlich müsste es ein Mopsi sein, aber du hast Lake und Body Slam. Du hast Aurora, Strahl, Body Slam und Walzer. Das ist halt schon ziemlich geil. Mopsi, du bist toll, aber ich rette dich quasi. Du darfst in deine ursprüngliche Heimat zurückkehren. Alles wird gut. Man muss es halt nur positiv sehen. Aber der Dungeon ist trotzdem ziemlich tense, weil du halt echt nie weißt, was hinter der nächsten Ecke wartet. Plus, wir haben am Ende halt immer noch einen Bosskampf, den wir irgendwie schaffen müssen, ne? Autsch. Deswegen wäre es halt schon nett, wenn wir halbwegs vollständig oben ankommen würden. Das würde mich glücklich machen. Oder unten? Wo auch immer. Nein, Anorith, ich habe immer noch keinen Platz. Warum lieben mich die Anorith eigentlich so? Genau wie die Mopsis. Was kommt da noch auf uns zu? Noch eins. Okay. Ich meine, wie gesagt, für den Bosskampf bin ich gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also da gab es im Rahmen der Hauptgeschichte schon schlimmere Sachen. Aber gerade das ist immer gefährlich, wenn man eigentlich ja gut aufgestellt wäre. Ne? Ah, ich wollte gerade sagen, was tut Jan da hinten eigentlich noch? Uns den Rücken frei halten. Wenn ich jetzt noch die Treppe finden würde und Geld, wunderschön, würde mich das sehr glücklich machen. Ja, wie viele von diesen Anorith hier rumlaufen, kann man das nicht nennen. Fliegen? Schwimmen? Es sieht aus wie Fliegen. Sucht's euch aus. Ja, aber wie gesagt, wir hatten ja im letzten Stream wirklich viel Optionales, weil ich mir dachte, um halt einfach langsam in die Afterstory reinzukommen, wäre es vielleicht ganz passend, erstmal so ein paar kleinere Dungeons zu machen, die wir halt auf jeden Fall auch schaffen, wo der Frust halt da nicht zu groß ist. Wir hatten ja auch noch die Glitzerhöhle, wo nochmal so ein bisschen Input kam. Aber ich dachte mir, ist vielleicht auch ein bisschen blöd, die ganzen, ich sag mal, wichtigen Dungeons, wo dann legendäre Pokémon drin sind zum Beispiel, alle so nach hinten zu schieben. Ist vielleicht auch mal ganz schön. Oh! Da ist auch Jans Level Up, da so ein bisschen Abwechslung drin zu haben und auch mal so ein paar spannendere Dungeons zwischendurch hinzupacken.
Deswegen war es eigentlich recht spontan. Dadurch, dass ich meine Liste habe, plane ich jetzt auch nicht weit im Voraus. Ah, jetzt mache ich den, jetzt mache ich den. Ich habe mich vorwärts hingesetzt, auf die Liste geguckt und gesagt, okay, ich mache das Sturmmeer. Mal gucken, ob ich es bereuen werde. Und ja, mal gucken, wie gut wir hier durchkommen. Du wirst ja ein Team nur aus Mopsies formen und dann durch die Ebenen durchrollen. Bitte ein Video davon machen. Das möchte ich unglaublich gerne sehen. Huch. Ah, ich bin in Panik versetzt worden, weil das Vieh so stinkt. Ja, ich werde auch immer panisch, wenn ich irgendwo stinkende Menschen finde. Aber wer wird das nicht, ne? Die nächsten 10 Ebenen, die Treppe einfach gleich nebendran. Naja, hier ist die Treppe schon mal im gleichen Raum. Oh, Amoroso. Okay. Gucken wir mal. Na, hat nicht ganz geklappt. Okay. Warum gleich 2 davon? No, aber ich habe einen Strauchler, das ist ganz nett. Hm. 2 Aquaknarren reichen nicht ganz. Aber noch ein Eisenscheif hinterher. Kabutops. Kann ich prinzipiell auch nicht mitnehmen, aber... Also nicht dauerhaft. Ich weiß schon, wo ich die ganzen Fossilien rekrutieren kann. In dem Fall... Den lassen wir dann mal hier. Du hast eigentlich 4 Angriffsattacken, was ganz nett ist. Lassen wir mal Anorith hier. Du hast dich gut geschlagen bis dato. Lass mal deinen großen Bruder machen. Ich hatte mich schon gefragt, wo die ganzen Fossilien dann letztendlich... Okay. Ich glaube, da oben kommt gerade noch ein Kabutops angelaufen. Dann letztendlich rekrutiert werden, weil ich da bis dato noch nichts von gesehen habe. Oh, das kriegt ihr hin, oder? Hepp! Jawohl. Aber ich finde das schön, wie viel Vielfalt an Pokémon die hier haben. Ich finde Slimer immer noch ein bisschen sehr random, um ehrlich zu sein. Ein Anwerbungsorb. Das ist nett, aber ich bin eh voll. Dich kann ich auch wegstraucheln, oder? Okay. Oh, Kabutops hält schon mal die Treppe warm. Das ist ausgesprochen freundlich von dir. Ist gekauft. Aber der Regen, wie gesagt, der macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Leute? Oh, Slimer ist uns abgekratzt. Okay. Warten Sie mal kurz. Kommen Sie mal her. Autsch! Kommen Sie mal her, ich stehe nicht in deiner Lane. Ich bin immer noch nicht in deiner Lane, von daher gesehen. So. Aua! Ich weiß auch nicht, wie viel KP das Ding ehrlich gesagt noch hat. Habe ich irgendwas Lustiges für dich? Geht das? Ja. So. Okay, ein Angriff hätte eh gereicht, aber sicher ist sicher. Das war jetzt natürlich ein unnötiger Verlust eines Belebersamens. Aber okay. Und warum ist das passiert? Richtig, weil Kai in den Chat geschrieben hat, dass wir schon recht weit sind. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich das bis dato nie gesagt habe. So von wegen, wir sind schon weit. Es läuft bis dato ganz gut. Ich habe es extra nicht gesagt. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn man das tut. Einer gehört nicht dazu. Dann wiederum, wenn wir schon Kai bohren, können wir Gracie genauso gut bohren. Die ist nämlich abgekratzt und hat den Belebersamen gefressen.
Sie hätte sich auch einfach ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich meine, ne? Aber sie wollte nicht. Dafür bekommen wir jetzt ein Amoroso. Es ist kein Mopsy, aber es kann gerne mit. Luigi, Dankeschön für 16 Monate Treue. So. Ah, wie gesagt, es gehört irgendwo dazu. Ein verklebter Sterilorb ist übrigens auch der übelste Lull-Moment, oder? I mean, Es ist so, als wären deine Putzutensilien einfach so komplett schmutzig und vollgestaut. Das Traurigste an der Aussage ist, dass ich das schon erlebt habe bei anderen Leuten. Das hast du ja auch gesagt. So, wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Gracie geht's gut, aber die hat auch einen Belebersamen gefressen. Bei Jan ist so ein Mittelding. Das heißt, Jan kriegt mal ein schönes Top-Elixier. Und ich habe sogar noch einen Top-Ether rausbekommen. Also ich muss ja sagen, die Fähigkeit vom Starter finde ich sowieso echt gut, dass man damit mehr Pokémon anwerben kann. Nützt mir jetzt in den Dungeon selbst nicht super viel, aber ich finde es halt einfach allgemein praktisch, weil wer wirbt nicht gerne Pokémon an? Allein für die Karawane, die ich hier habe. Deswegen, die will ich gar nicht ändern. Und Jan hatte halt wirklich die... Ja, die erste Fähigkeit, die Jan bekommen hat, war Halbieren und die habe ich halt immer noch, weil ich die echt gut finde, weil ich dadurch einfach so viel Platz spare in meinem Beutel, weil wenn ich quasi 8 Belebersamen mitnehme, wie in diesem Fall, habe ich eigentlich 16 durch das Halbieren. Oder wenn ich jetzt 5 große Äpfel mitnehme, habe ich eigentlich 10. Also ich finde die Fähigkeit halt echt gut, deswegen wüsste ich gar nicht, warum ich die austauschen sollte. Da habe ich auf Anhieb Glück gehabt. Gut, bei Gracie, ich fand die auch gut, die Fähigkeit am Anfang. Auf jeden Fall. Habe eigentlich die Gummis dann auch nur verteilt. Also ich habe auch welche gegessen und Jan auch. Um die Werteboosts daraus zu bekommen. Und dachte mir dann aber schon so, das, was Gracie hat mit dem Leveln, ist schon ziemlich geil. Deswegen habe ich es mal getauscht. Aber so den Rest... hätte ja mal klappen können. Werde ich wahrscheinlich so lassen. Erstmal.